das war vor 5 Minuten. Das ist wahrscheinlich schon. Der ist schon wahrscheinlich mit weg. Oh mein Gott, ich hab noch nie Donkey Kong in diesem Spiel gesehen. Er wirkt sehr schwerfällig so. Aber er hat so einen hübschen Teil. Das muss man auch appreciaten. Kirby macht ganz schön banal, dafür, dass es so ein kleines Viechchen ist. Aber das ist eigentlich nicht so gut. Hat Kirby eigentlich schlecht? Ich glaube nicht, oder? Kirby ist geschlechtsneutral. Kirby ist they, them. Kirby ist einfach Kirby. Kirby muss nichts anderes sein. Donkey Kong kriegt ganz schön aufs Maul, muss man sagen, von dem kleinen Kirby. Kirby freut sich. So läuft der Commentary jetzt. Ihr müsst überlegen, ob ihr es wollt. Kirby ist on fire, literally. Und der Donkey Kong probiert viel, aber irgendwie klappt nicht so viel. Muss man auch sagen. Also immer mal klappt es. Es klappt auch ein bisschen was. Irgendwie entweder glitscht es oder Donkey Kong ist zu schnell für die Kamera. So bewegt sich schneller, dass man die Bewegungen pro Sekunde nicht mehr erkennen kann. Ja, das ist wirklich so. Oh wow! Oh wow! Jetzt hat Kirby ganz schön aufs Maul bekommen. Klein Kirby, das ist dann doch wieder so eine David und Goliath-Geschichte. Irgendwie tut es einem dann doch ein bisschen leid. Aber Kirby führt. Kirby führt, ist absolut richtig, ja. Aber ich finde, immer wenn Kirby da jetzt ein bisschen passieren muss, dann sieht das auch besonders schön aus. Ja, Kirby fliegt halt ziemlich schnell weg. Ja. Jetzt zum Beispiel. Oh, aber lebt noch. Kirby sing. Im Westen ist Kirby nie. In Japan wurde das nie zugeordnet. Ah, auch nicht. Das finde ich gut, dass es nicht zugeordnet wurde. Ist auch Quatsch. Bei einer Rundkugel mit zwei niedlichen Schuhen dran braucht man auch keine Geschlechtszuordnung. Ich meine, nur hier. Donkey Kong hingegen hat einen Schlips bekommen. Das kann man jetzt finden, wie man will. Das könnte aber auch so ein Pioniers-Heilstuch sein. Vielleicht ist Donkey Kong einfach auch stabiler Kommunist. Ja, Donkey Kong ist männlich, das weiß ich. Ja. Aber Kirby kriegt ganz schön fies aufs Maul, oder? Ah, irgendwie tut es mir auch ein bisschen wieder leid für diese kleine rosa Kugel mit ihren niedrigen roten Schuhen. Ich glaube, langsam war es das, oder? Ich habe das Gefühl, dass wir Donkey Kong noch zweimal machen und irgendwann wäre es dann so wie, okay, jetzt reicht es langsam. Und Dennis ärgert sich, dass er nicht mehr nice mit so bouncen kann, wie Peach das war. Keine Booty Bounces mehr für Dennis. Oh, der sieht aber bald ganz anders aus. Auf einmal, okay, Donkey Kong hat auch was gewonnen. Haben wieder eingenullt. Und wie viel hat der Teller gewogen? Für die Twitter-User unter euch. Avril Lavigne hat auch eine Krawatte. Absolut richtig. Da sind auf jeden Fall die Gender-Norms ausgedribbelt bei Avril Lavigne. Krawatte hat nichts mit Geschlecht zu tun. Vielleicht ist es ja wirklich einfach nur ein geschlechtsneutrales Pioniers-Heilstuch. Aber Jonas, der Mann mit den Insider-Infos, hat uns gerade gesteckt, dass Donkey Kong definitiv seines Wissens nach auf jeden Fall männlich ist. Kirby ist mit 60% und zwei Stocks. Oder Leben. Ja, Leben darf ich aber nicht sagen, weil das ist irgendwie so ein Loop. Ich will das für das coole Wort sagen. Zwei Aktien. Kirby ist mit nur 85% und zwei Stocks absolut gerade in Führung. Donkey Kong muss sich ein bisschen zusammenreißen, damit es noch was wird. Er macht viel, aber nicht so viel effektive Sachen. Das ist eine Luftgedrehe, ich verstehe es nicht. Kirby hingegen ganz gelassen. Der runde Körper setzt seine Schläge präzise ein und die kommen dann auch nochmal. Uiuiui, aber viel davon. Oh. Langsam sieht es nicht mehr so gut aus für Kirby, aber immer noch in Führung. Jetzt muss man natürlich sagen. Oh. Und. Ah, dann das war's. Ich finde es sehr cool, dass ihr diese Charaktere gewählt habt. Ja. Da, also von mir aus darfst du nochmal wechseln. Aber. Kannst du mal Pikachu spielen? Ja, ich spiele mit Fedora. Okay. Oh ja! Das mit männlich Self-D von Donkey Kong oder ist das?
das Fremdzuweisen anhand der Genitale schauen von Fremden. Herr Jechers Ho. wir wissen, also ich kann das nicht einschätzen, ob das eine Selbstbezeichnung ist oder ob das eine Fremdbeschreibung ist. Aber Jonas hat die Insider-Infos und da vertrauen wir einfach mal drauf, weil Jonas ist der beste Mann hier, der verantwortlich ist, dass der Stream so geil läuft, wie er läuft, so viel an Infos innerhalb von Sekunden hier ist, als wäre das hier so ein Premium-Turnier. Ist es ja auch. Seit 100 Jahren gibt es dieses Turnier, wissen viele das nicht. Das beste Turnier in Deutschland ist Jedo. Steht seit 100 Jahren in der gleichen Location. Audio ist popping. Freut mich. Wir sehen übrigens hier gerade Leute mit all ihren Secondaries, mit den Secondaries der Secondaries quasi. Wir sehen Konsti, Hotz und Atze Sommer, der einfach, ich hab schon mit Fedora spielt, was so süß ist. Und dann sehen wir Jan Ulrich, a.k.a. Jenny Prenzelberg, der, welcher Charakter ist Chic. Chic. Chic spielt. Zu der ich nichts sagen kann. Das ist in Wirklichkeit Prinzessin Zelda. Oh, das ist Zelda? Ja. Oh, hi. Die kann sich von dem Spiel halt, hat sie mich verkleidet. Sie hat sich von dem Spiel irgendwie auch mal. Also nicht verkleidet, ja. Ja, okay. Cool. Also kommt quasi Dennis nach wie vor über seine Prinzessin. Ja. Finde ich irgendwie auch stabil. Konsti, das kann man fragen. Ich finde, was aber auch ein taktischer Move. Vielleicht wollte er, dass Zelda sich in falscher Gewissheit wiegt und die Sachen ein bisschen wieder ausgeglichen hat. Also wir sind jetzt bei quasi ausgeglichenen Stats. Und ich finde irgendwie, dass dieser dicke kleine Pikachu, das irgendwie, das sieht auch extrem niedlich aus, oder? Gibt es einen kleinen Hut? Ich finde, das ist so süß. Ich finde halt schade, dass Pikachu nicht mal so dick ist wie früher mal. Ja, nee, der war so. Oh! Was war das? Konsti ist nach wie vor auf ein faires Spiel bedacht, das muss sehr ausgeglichen sein. Wenn Dennis ein Leben verliert, dann springe ich auch runter. Schick macht irgendwie sehr, sehr viel, aber fliegt auch viel durch die Luft. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber das könnte es auch gewesen sein mit ein bisschen Pech. Oh. Das war's. Der war auf jeden Fall verdient. Das war die Edge-Karte wieder mal. Das war ein Clip wert. Das war ein Clip wert. So, jetzt muss ich Konsti nochmal anstrengen. Wo sind wir gerade? 2-2, oder? 2-0 steht es gerade. 2-0? 2-0 steht es gerade. Es steht 2-0 für Dennis. Was ist das für ein Konsti hat noch eine Chance. Sonst ist das Ganze jetzt hier durch. Aber die Rotaten im Beispiel. Kannst du mein Leather-Match einfach? Jetzt spielen zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Wir haben jetzt einmal diese Space Agent und dann haben wir Marth. Space Agent, nice. Wie heißt die? Samus. Samus. Oha. Ich hab 3-0 gewonnen. Ich würde sagen, dass Konsti Marth spielt, weil Konsti meistens grün wählt. Aber ich weiß es gerade nicht, weil ich es nicht sehen kann. Außerdem hat Dennis das für die weiblichen Charaktere, was ich irgendwie auch. Also ich rechne es ihm auch irgendwie hoch an. Ist das auch eine Prinzessin? Können wir hier ein Muster erkennen? Vielleicht ist sie sowas wie eine Prinzessin. Hat sie irgendwie Royalty-Status? Ich glaube nicht. Wir sind ein Bounty-Hunter. Also. Ein Bounty-Hunter, das meinte ich. Das klingt nicht so nach Royalty-Status, ne? Ich dachte, dass Dennis jetzt nur. Irgendwie Königshäuser spielt. Auch das. Potential. Das wissen wir nicht. Aber in dem Fall meinte ich Spiel. Das werden wir ihm nach dem Spiel werden wir ihm das fragen.
gesamte Fragen nach. Es sieht diesmal deutlich besser aus für Konsti. Er hat sich ein bisschen wieder zusammengerissen. Er wusste, das ist jetzt das Spiel, was entscheidet, ob er weitere Spiele mitspielen darf. Oder möchte. Ob er das weiter möchte. Und er hat sich für Marv entschieden und spielt gegen Samus. So wie diese Insel. Samus? Ich glaube, das wird mit Arc mit O geschrieben, ne? Ja. Mit U. Ah. Aber kannst du es unterhalten? Er hat noch nicht gar keinen Bock. Ich habe heute gelernt, dass es für Marv immer sehr, sehr gut sein soll, wenn man unter dem Gegner ist und nicht über dem Gegner. Dennis, datest du nur Menschen aus Adelshäusern? Haben ich und der Chat uns gerade gefragt. Ja. Ich habe nie in meinem Leben eine Person auf einem Adelshaus gedatet. Also ja. Ja. Dennis sagt ja. Ja, Falco, wahrscheinlich spielt Konsti Falco, ja. Um alle zu verwirren. Evil Konsti quasi. Das ist ja sein Hassmatch. Ja, ja, genau, das weiß, deswegen ja. Das ist Evil Konsti. Ja. Und Dennis hat den weiblichen Adelscharakteren ein bisschen Rücken gekehrt. Spielt aber wenigstens stilecht im gender-neutral Pink. Das finde ich gut. Lila. Mehr Fliederfarben. Flieder. Ja. Gut, dass Dennis redet, während er spielt. Ja. Naja, für Konsti reicht's, ne? Kann man sehen, ob jemand neu ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, wahrscheinlich ist niemand neu. Trotzdem nochmal jetzt für alle so zum Mitschneiden. Wir sehen gerade Kotzarzte Sommer, a.k.a. Konsti, gegen Jan Ulrich, a.k.a. Dennis. Die spielen Ladder gegeneinander und beide Secondary-Charaktere und das schon seit im vierten Spiel jetzt mittlerweile. Deswegen Konsti mit Falco und Dennis mit Fox. Das ist eine extra Seite, damit wir das, und es steht 2-1 für Jan Ulrich, sodass sich jetzt das letzte Spiel jetzt entscheidet, ob es noch ein Entscheidungsspiel geben wird oder ob Dennis das mit den Secondaries nach Hause fährt. Das war schön. Dieses nach unten, denkst du, das ist nice.
hasse das. Ja, aber es ist nicht schlimm. Okay, es gibt ein Entscheidungsmatch. Es steht 2 zu 2. Die Frage ist nur, spielen Sie jetzt weiterhin Secondaries oder spielen Sie jetzt Ihre Mains? Dennis überlegt gerade. Dennis ist noch am Überlegen. Die switchen die Charaktere. Jetzt spielt diesmal komplett alles anderes als vorher. Jakobi spielt zum ersten Mal. Oh, hä? Spielt. Hä? Dennis spielt jetzt Falco. Dennis spielt Falco und den Grün? Ja. Aber dann spielt nie Falco und Grün. Dennis spielt eigentlich fast nie Falco. Und vor allem nie Grün. Außer mit Peach, da spielt er mal fast Grün. Und Konsti spielt Fox, das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Andererseits hat Konsti bisher nur Charaktere gespielt, die ich noch nie habe spielen sehen, also von daher. Aber irgendwie wirkt es auch ein bisschen, als hätten beide wieder ein bisschen Spaß an diesem Spiel gerade. Ein bisschen random wird das Ganze, ich finde es gut. Ja. Gibt noch irgendjemand Blätter? Ja, hier gerade. Konsti und Dennis spielen gerade auf Stream Ladder. Schwerergebnis. Es ist 2 zu 2 für. Hier. Ich hab Bescheid. War nur für Banana. Oh mein Gott. Das ist das. Das war die nächste Mal richtig viel. Nein, das ist ein zweites Video. Warum machen wir das? Dennis, hast du auf Check-In gedrückt?